Wer den Sport liebt, bleibt nach dem Wochenende harzfrei. Dein Podcast der Handballabteilung Steinhaus. Ja, hallo Björn. Hallo Jan. Und hallo an die, die den Handballsport lieben. Ja, wir sind im neuen Jahr. Genau. Ein frohes neues Jahr an alle Harzfreihörer. Wir starten wieder. Wir haben uns gedacht, das neue Jahr können wir auch mal richtig loslegen wieder jetzt. Wir haben einige Specials für euch im Jahr uns schon überlegt, nach und nach. Heute zum Beispiel das erste neues Mikro. Ja, danke an Olli. Neue Technik vor Ort. Mal gucken, ob das unser Klangvermögen etwas ein bisschen verbessert, dass wir ein bisschen Hall rausnehmen, damit unsere Stimmen so ein bisschen angeglichen werden, damit das ein bisschen normalisiert wird. Und wie Jan schon sagte, wir haben uns über die Tage oder zwischen den Tagen zusammengesetzt und ein paar kleine Specials für 2019 rausgesucht. Und wir starten gleich mit dem ersten. Wir haben uns nämlich das Kreispokalwochenende rausgesucht, jetzt des Handballkreises Gütersloh, wo wir uns heute ein paar Spiele angeguckt haben, heute und gestern, beziehungsweise der kommt ja morgen erst raus, der Podcast. Das heißt, am Wochenende natürlich die Spiele angeguckt haben und werden das jetzt mal so ein bisschen beleuchten. Genau, und dafür haben wir uns einen ganz besonderen Gast heute eingeladen. Und zwar sitzt heute mal wer Weibliches zwischen uns auf dem Sofa. Und zwar die Mira. Hallo. Mira, du bist Trainerin der weiblichen C-Jugend. Aber hauptsächlich heute auch da, weil die C-Jugend ja nicht mehr im Pokal dabei. Du bist auch Spielerin der ersten Damen und warst am Wochenende sehr aktiv im Kreispokal. Vielleicht ganz kurz erst zu dir. Du bist, glaube ich, schon immer in Steinhagen gefallen. Du hast noch nie woanders gespielt, absolut, oder? Absolut, ja. Was macht für dich Steinhagen aus? Oder warum würdest du vielleicht nicht wegwechseln? Der Verein ist für mich so ein kleines bisschen Familie auf jeden Fall. Also alle kennen sich, alle unterstützen sich und das ist etwas, was ich nicht weggeben würde, auch nicht für Geld. Also du bist da immer treu. Sieht dich auch oft in der Sporthalle. Also ich denke mal, es gibt kaum Hörer, die dich jetzt nicht kennen. Dürfen dich demnächst mal in der Sporthalle grüßen. Sehr gerne. Kreispokal, du hast es eben schon angesprochen. Ja, Kreispokal haben die ja seit ein paar Jahren, ich hoffe, ich hau den Handballkreis jetzt nicht in die Pfanne, oder sage das so richtig, seit ein paar Jahren, dass dieser Modus da ist, dass die an einem Wochenende am Samstag immer die Viertelfinalspiele machen, zumindest im männlich und im Seniorenbereich, bei den Damen und bei den Herren, und dann am Sonntag direkt im Anschluss quasi die Finalspiele machen. Dieses Jahr waren es vier Vorrunden- oder Viertelfinalgruppen bei den Damen und bei den Herren. Jugend können wir gleich den Modus mal auch noch mal ein bisschen aufdröseln, das ist ein bisschen anders. Und da waren am Samstag die Vorrundenspiele. Unsere Herren haben es leider nicht geschafft. Die haben in Wiedenbrück gespielt, harzfrei. Genau, harzfrei. Ich wollte mal sagen, fangen wir mit den Harzfrei-Mannschaften sogar an. Und die haben zusammen mit Verl, Wiedenbrück und Spexer zusammen in der Gruppe gespielt, haben gegen Verl verloren, gegen Wiedenbrück gewonnen und dann leider gegen Spexart verloren, die Spexart, große Überraschung, eingezogen sind in diese Finalrunde. Sind Vierter in der Kreisliga, eigentlich eine ganz gute Truppe. Ich glaube, die können gut mit Harz und ohne Harz spielen. Das war so ein bisschen, glaube ich, auch der Vorteil, da natürlich ohne Harz zu spielen und das natürlich irgendwie in eigener Halle zu beherrschen. Ganz kurz vielleicht noch, ihr wundert euch vielleicht, erste Herren war jetzt nicht komplett anwesend da. Für die es mitbekommen haben, es hat eher die zweite Herren gespielt mit Verstärkung. Ich glaube, Hannes, wenn ich das richtig verstanden habe, war Hannes Köhne dabei und Joshi Wagner. Und Stroti. Und Stroti. Wo hatten wir letztes Mal schon die Spitznamen? Dennis Strom. Entschuldigung. Alles gut. Ich habe noch ein Zitat vom Duke aus der WhatsApp-Gruppe. Zweiten Herren, da bin ich ja immer noch so ein bisschen mit drin. War mehr drin, sagt er. Harzfrei-Probleme, hat er ein bisschen Werbung für uns gemacht. Und zu wenig Reggie, der Trainer der zweiten Herren, wehrt ja im Moment auf Jamaika. Genau, Uwe ist im Urlaub auf Jamaika, deswegen war wahrscheinlich zu wenig Reggie da. Bei den Herren jetzt noch eingezogen für diese Runde neben Spexart waren noch TG Hörste, die Sportfreunde Loxton und die Gastgeber? Versmold. Ja. Genau. Und dann bei den Damen, da kannst du ja am besten jetzt was zu sagen zur Vorrunde. Mira, bei euch, ihr habt in Versmold gespielt? Genau, das war ein ganz großes Kino gegen Versmold, Hesselteich und Hörste. Ja, also ich glaube,
zwei Bezirksligisten und einen Landesligist, mhm. wenn ich mich nicht irre. Ja. Wir haben, wie hat Omel es genannt? Wir haben gespielt, als würden wir gerade vom Raclette-Essen kommen. Also eher mit vollen Plauzen, oder? Ja, sehr langsam, sehr ruhig. Hat gereicht, aber schön war es nicht. Ein gutes Pferd, ne? Genau, ein gutes Pferd, ja, ja. Ja, ihr habt das, glaube das erste Spiel gegen Versmold, glaube ich, direkt gespielt oder gegen Hesselteich, weiß ich jetzt nicht. Ich habe die Ergebnisse gegen Hesselteich haben wir das gespielt. Hesselteich habt ihr mit 15-9 gewonnen, dann ja. gegen Versmold 11-6 und abschließend gegen Hörste 13-7. Klingt erstmal recht souverän. Ja, es hört sich recht souverän an, das stimmt. Warst du souverän? Absolut, natürlich. nein, wir hatten auch, das hat man glaube ich heute auch gesehen, wir starten immer relativ schlecht. Also wir brauchen immer so ein bisschen, um ins Spiel, ins Turnier zu finden und das ist eine ganz schön schlechte Angewohnheit, aber. Ja. Ich glaube, das ist so ein Steinhagen-Ding, oder? Ja. Ich hab das. Schlimm. Na ja, gut, und wenn du dann nur zweimal 15 Minuten spielst, oder in der Vorrunde waren es, glaube ich, sogar nur einmal 15, einmal 20? Einmal 20. Einmal 20, dann kannst du so einen Rückstand wahrscheinlich irgendwann nicht mehr aufholen. Gut, dazu ist es nicht gekommen, aber ja. Ja, also wir haben uns dann das Spiel gegen Hörste angeguckt am Samstag und ja, es war also nachher vom Ergebnis her sehr souverän. Ihr wart auch die bessere Mannschaft, meiner Meinung nach. Oh, danke. Es war jetzt aber auch nicht das beste Nein. Handball oder sowas, was Nein. ich bis euch gesehen habe bisher Absolut in der Saison. Nicht. Und vielleicht gegen eine bessere, bestückte Hörster Mannschaft wäre es vielleicht auch noch mal ein bisschen enger geworden. Das glaube ich auch. Ja. Aber bei euch waren ja nun auch nicht alle da. Das stimmt. Muss man auch fairerweise sagen. Genau, durch Skiurlaub, denke ich mal. Oder so ein ganzes Wochenende muss man auch erstmal in der Halle bleiben. Ne? Das ist ja, alles Mögliche, Klausurenstress. Ich weiß es gar nicht alles. Der O-Ton der Vorrunde von eurem Trainer, von der Bank, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, also der Gegner war im Angriff. Stimmt, es war das Spiel gegen Hörste. Gegen Hörste. Und da haben irgendeine Spielerin, ich weiß nicht, ob sie halbrechte war, macht auf jeden Fall, tanzte da durch und machte dann irgendwie noch das Tor und Urmel ganz trocken, die macht zwei Schritte und dann noch null Schritt, dann sind schon fünf weg. Das, ja, das fand ich auch sehr witzig. Da müssen wir vielleicht nochmal nachrechnen. Wenn wir Omi mal in der Halle sehen. Das habe ich gar nicht gehört. Ja gut, als Spieler kriegt man das ja vielleicht nie mit, da hört man auch nicht so oft auf den Trainer. Nee, absolut nicht. Am Sonntag, das habt ihr quasi gleich schon das Halbfinale gegen Verl, die spielen Oberliga, also eine Liga über euch gespielt. Ja, wir haben leider die ersten 15 Minuten verpasst, also fast die erste Halbzeit, also ein bisschen stecken geblieben sind. Da stand schon irgendwie 3-9 oder sowas. 3-9. Ja, wie erklärst du dir das, Mira? Ja, Umel hat uns vorher gesagt, wer hier gewinnt, der holt sich den Kreispokal. Und ich, oder eigentlich der größte Teil der Mannschaft, wollte auf jeden Fall gewinnen, aber wieder so unglaublich schlecht ins Spiel gestartet. Wir haben uns so unter Wert verkauft, das war Wahnsinn. Also von den 9 Toren waren 6 Gegenstöße und also Bälle verdammelt und dann ist eine Oberligamannschaft halt dann auch gnadenlos, ne? Die bestrafen das. Also ich fand, als wir reinkamen, ja, also den Unterschied gar nicht so extrem, dass man gesehen hätte, Oberliga, nicht Oberliga. Meiner auch, in der Vorbereitung hätten wir sogar gegen die gewonnen. Ich bin mir nicht sicher, aber also kann man auf jeden Fall gegen gewinnen. Nein, also ich fand's auch, der Unterschied war nicht groß, als wir dann nachher auf der Tribüne saßen, weil ich sag mal, die zweite Halbzeit war ausgeglichen. Haben wir mit 3 Toren gewonnen. Ja, also relativ ausgeglichen, wart ihr sogar besser. Ein bisschen den Start verpennt. Ja. Schade. Wie gesagt, wir verkaufen uns momentan gerne unter Wert, gerade im Anfang. Ja. Gut, da wird es natürlich wichtig, jetzt für die Saison das da mitzunehmen und dann da die Minuten am Anfang nicht zu verschenken, weil das Rückspiel gegen Brokhagen zum Beispiel auch will ja vielleicht gewonnen werden. Was? Aber wie, um jetzt nochmal, ich möchte ja nur reingerätschen, Spiel um Platz 3. Habt ihr dann gegen Halle gespielt? Ja. Habt ihr auch wieder deutlich, ich sag mal, wohl einmal eine Stunde, einmal 20 Minuten habt ihr gespielt? Zweimal 15. Also eine halbe Stunde, 18-12, ist relativ souverän. Ich glaube, da war es am Anfang dann auch nicht ganz eindeutig, aber das haben wir dann zum Ende hin relativ klar runtergespielt, würde ich sagen. Also da hat man dann vielleicht schon einen kleinen Leistungsunterschied gesehen. Ja, wir haben Halle ja auch gesehen gegen Brokhagen. Das war jetzt, fand ich, nicht so ein großartiges Spiel. Ihr saßt ja vor uns drei. Reine Klopperei.
Und dann, ja gut, es geht natürlich nachher um immer was. Also man kann jetzt nicht sagen, irgendwie, man schenkt das dann irgendwie ab. Es gab ja auch Preisgeld. Mhm. Genau, das ist halt dann auch der Anreiz für die Mannschaften, auch gerade die höher spielen. Kann man sagen, okay, jetzt spiel um Platz 3, goldene Ananas, lass mal liegen, aber ob ich dann den kleinen Umschlag oder den großen Umschlag bekomme, ist ja dann doch noch was. Klar, ich habe den Cup nicht nachher in der Hand, aber so kann man wenigstens sagen. Ich sag mal, beim Fußball zum Beispiel fand ich das mal, habe ich von Ihnen, dem Reporter, mal gehört, die Anekdote, oder von einem Spieler war es, glaube ich sogar, es ist schöner, Dritter zu werden als Zweiter. Da denkt man sich, ja, warum? Ja, aber du gewinnst das letzte Spiel. Du gewinnst das, ein Finale gewinnst du, ja. Und obwohl manchmal auch das Spiel um Platz 3 so ein bisschen undankbar ist, je nachdem, wie es halt im Turnier liegt. Also nur ist Geschmackssache natürlich, wahrscheinlich. Ja, aber so vom Turnierabschluss ist es halt schöner zu gewinnen, als das letzte Spiel zu verlieren. Dann sind wir quasi, also ja, wir können ja noch ein, zwei Töne zu dem Finaltag der Herren sagen. Zwei Spiele gesehen. Loxton hat den Cup geholt am Ende gegen Hörste. Du hast das Endspiel noch gesehen, ne? Ja. Verdient? Ja. Also, die sind halt einfach clever, ne? Das muss man ihnen lassen. Sie, ja, deswegen spielen sie auch so hoch. Ja. Ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsmannschaft, aber sie spielen einfach einen schönen Handball und das haben die ziemlich gut gemacht. Und wir haben mal so ein paar ehemalige Steinhagen da immer so ein bisschen mal nach da abgegeben. Ja, ja. Simon hat ja auf jeden Fall gespielt. Ja gut, Paul eher aus Brockhagen, aber hat ja auch mal in Steinhagen gespielt. Ja. Stimmt. Dein Neffe. Oder? Cousin. Mein Neffe. Cousin. Nee, wie das für die Familie. Mein Cousin, ja, genau. Dann, genau, Dritter ist Versmold geworden und Vierter ist dann Spexart geworden. Ich habe auch noch ein bisschen was gelernt, zumindest bei eurem Spiel. Ich wollte, ja? Du hast den allerletzten 7 Meter, glaube ich, war so noch mit 30 Sekunden vielleicht noch, gegen Ferl geworfen. Ja. Und ich hatte versucht, ich habe bei Instagram, bin ich nicht ganz so bewandert und wollte für unseren Account irgendwie noch ein lustiges Video machen, weil du ja bei uns zu Gast warst und irgendwie so Dings machen und dann saß Lea Hülsmann neben mir und ich sag, hey, kannst du mir gerade erklären, wie man das macht mit diesem Bumerang? Wann muss ich da drücken und so? Und dann war ja, dass die Spielerin verletzt lag, noch ein bisschen auf dem Boden und dauerte das ja so ein bisschen. Und dann sagte Lea, ja, ich mache ein Video für dich und du kannst das mit dem Bumerang probieren, dann hast du zur Not eins. Im Endeffekt habe ich daneben gedrückt, das Bumerang-Dings hat nicht funktioniert und das Video, was Lea mir gemacht hat, ist unter 3 Sekunden und ich habe festgestellt, bei Instagram kann man nur Videos hochladen, die länger als 3 Sekunden sind. Ja, das Internet, schade, ist für uns alle Neuland. Ja. Also, ich kann dir das Video gleich mal zeigen, aber leider nicht hochladen. Jugendkreispokal. Ähnlich gestaltet, das ist mit den Vorrunden halt nur ein bisschen anders, aber die spielen auch genau an diesem Wochenende ihre Endspiele, zumindest die C- bis A-Jugend. Und an dem Samstag haben die Mädels gespielt, also C-, B- und A-Jugend. Da war es so, dass die C-Jugend ein Endspiel hatte, das hat Halle gewonnen. Dann bei der weiblichen B-Jugend, da gab es eine Endrunde mit 3 Mannschaften. Da hat sich am Ende Werther Bockholzhausen durchgesetzt. So können Jan und ich uns auf jeden Fall als Kreispokalsieger-Besieger sehen, weil die haben sie nämlich einmal geschlagen in der Vorrunde mit unserer Mannschaft. Und bei der weiblichen A war es auch so, da waren 3 Mannschaften drin, nämlich Hasewinkel, Hörste und unsere Ladies. Und da haben wir uns auch ein Spiel angeguckt. Nämlich das gegen Hörste, das quasi das Entscheidende war, weil vorher haben beide Mannschaften gegen Hasewinkel gewonnen. Und ja, das war dann nachher auch eine klare Geschichte. Ja, also was ich so ein bisschen rausgehört habe bei dem Ganzen, der Tag hat sich sehr lang gezogen. Das war halt wirklich, man hat ja bei 3 Mannschaften irgendwie 2 Spiele. Und das war ja parallel zu der Vorrunde, die auch in der Sparkassenarena nebenan war. Und dann bist du echt hast gedacht, oh, saß oben, saßen welche, lagen schon auf den Bänken und haben gesagt, jetzt könnte es aber endlich mal weitergehen. Und die haben, glaube ich, auch einen Modus gespielt. Die B-Jugend hat 2x 15 Minuten gespielt und die A-Jugend 2x 20. Und das zog sich dann wirklich hin. Und bis man dann wieder dran war, war man wirklich, ich glaube, das erste Spiel war es um 13 Uhr und das letzte um 18.30 Uhr oder so. Und dann war wirklich, waren sie irgendwann auch alle durch und waren froh, dass der Tag irgendwie vorbei war. Eine wichtige Anekdote noch aus dem genau, Jugendhandball. Bei dem Jugendhandball, es war natürlich wieder Harzfall, weil das in der kleinen Realschulhalle war und unser Trainer oder der Trainer unserer ersten Herren, Michael Bohnemeier, genannt als Bohne, hatte die beste T-Schiedsrichterhose an, die ich seit langem gesehen habe. Ich hab's auch gesehen. Also aber was sagst du dazu? Ganz schön Hochwasser gewesen sein. Ja, zu Hause. Er könnte
vielleicht noch ein paar Tipps gebrauchen, logisch. Also wirklich, die ging ja fast bis zum Knie und dann mit den hohen Socken, das sah wirklich genial aus. Ja, und wenn Steinhagensocken, oder? Ja. Also wirklich. Aber großen Respekt. Ich glaube, dadurch, dass in der C-Jugend irgendwie eine Mannschaft nicht gekommen ist und das nur ein Spiel war und die Schiedsrichter nicht, hat er alle Spiele gepfiffen. Er hat, glaube ich, den ganzen Tag weiter in der Halle und hat wirklich voll durchgezogen. Nein, das ist ja auch ein Bomben-Schiedsrichter, aber das sah echt unfassbar witzig aus, Boden, ja. Wenn du das jetzt hörst. Nimm mir das nicht übel, aber das war ein Knaller. Hut ab, das würde ich gerne mal beim Training sehen auch. Ja, da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Ja, Mira, wo wir dich hier sitzen haben, ne? Du hast ja auch mal bei B-Jugend gespielt, das ist schon ein bisschen länger her. Aber uns ist aufgefallen, dass man sich, vielleicht macht man es immer noch, bei euch ist es mir nicht aufgefallen, dass man sich einen Socken, den Socken mit einem Taschentuch ausstopft, also so ein bisschen, dass man irgendwie zur Sicherheit, also... Dass man sich ein Taschentuch in den Socken steckt. Aber warum? Hast du da, ja, nee, warum? Das war auch unsere Frage. Und auf der Tribüne... Ich habe das nur bei Mädels gesehen. Und hauptsächlich bei der Hörstermannschaft, dann sind sie 3 oder 4, glaube ich. Und warum machen die das? Und dann, ja, keine Ahnung. Und dann wurde erst gesagt, damit man sich die Nase putzen kann. Also ich kenne das, ich habe das wohl mal erlebt, wenn man erkältet ist, aber selbst dann finde ich es auch nicht schön. Also, es kommt aufs Taschentuch an. Nee, ja. Aber sonst wüsste ich dafür jetzt auch keine Erklärung. Nein, habe ich nie gemacht. Weil also ich könnte das auch mal gut ausprobieren, so bei der dritten Herren, wenn wir da mal mit dem Stofftaschentuch rumlaufen, dann sieht das natürlich aus wie so ein, als hättest du dir den Fuß gebrochen. Zählt das dann schon als Harzdepot oder als Taschentuchdepot? Oder? Ich weiß es nicht, aber also auf der Beeinträchtigung des Spiels. Auf der Tribüne war man sich irgendwie erst einig, dass es als Sicherheit ist und haben wir gefragt, wann putzt man sich denn dann die Nase? Sehen wir an, es ist dafür da, dass man sich die Nase putzt. Wann hat man die Chance, sich die Nase zu putzen? Beim Zurücklaufen, im Tor, okay, aber Torhüterin war jetzt nicht so. Und ich habe die Lösung gestern herausgefunden. Und zwar habe ich eine Hörster-Spielerin, die mal in Steinhagen gespielt hat, Rabea Linkert, direkt gefragt. Und sie sagt, ja, man hat ja Zeit, die Nase zu putzen beim 7 Meter. Ah, clever. Die Frage ist aber jetzt in Hesselteich, kein Problem, wenn es harzfrei ist. Was machst du denn, wenn du Harz an den Finger hast? Da hast du doch das Taschentuch nachher komplett über deine Finger verteilt. Oder sind doch Stofftaschentücher? Ja, wenn ihr das hört, wir brauchen da immer noch eine Antwort. Schreibt uns einfach, bitte. Uns interessiert das wirklich. Genau, schreibt euch oder sprecht uns an. Ich würde echt gern wissen, wie das alles so funktioniert und ob das einfach nur so ein Ding ist, hey, das machen alle oder das haben wir immer irgendwo gesehen oder ob das wirklich zur Gesunderhaltung beiträgt, wenn man eine Taschentuch hat. Klar, wenn man irgendwie erkältet ist, bringt das bestimmt was. Dann probieren wir das mal aus, ne? Auf gar keinen Fall. Ja, und dann am Sonntag waren die Jungsspiele und da der einzige Kreispokal, der nach Steinhagen, / Brokhagen ging, in unsere Kooperationstruppe von der männlichen C. Herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Sehr schön. 25-20 gewonnen gegen Iselhorst. Schöner Erfolg. Freut mich für die Jungs, habe ich ja letztes Jahr noch trainiert. Ja, hoffentlich hören sie uns. Können sich jetzt ein bisschen auf die Schulter klopfen. Auch ohne Reggie übrigens. Auch ohne, genau. Da, auch ohne Reggie. Wenn Uwe nicht da ist, da läuft's. Da ist Uwe. Uwe wird uns das nicht übel nehmen. Er meinte, beim nächsten Podcast müsst ihr mich auf jeden Fall einschalten. Ich habe gesagt, wie wollen wir das machen nach Jamaika? Und die 10 Tage konnten wir jetzt leider nicht mehr warten, bis er wieder da ist. Ja, gut. Das war das Kreispokal. Genau, das war das Kreispokal-Wochenende bei den männliche B-Jugend und männliche A-Jugend. Müsste ich mal gucken, ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, wer die Dinger gewonnen hat, oder was hat Marc nicht das irgendwie erzählt, als wir ihn getroffen haben? Männliche A-Jugend, wüsste ich auch nicht. Ich weiß, wer überbrücken gegeneinander gespielt mal die Zeit, bis Eismin das schnell nachgeguckt hat, und fragen Mira nach ihrem Moment des Wochenendes. Oh, da muss ich jetzt überlegen. Was war für dich der Entscheidende, das Lustigste vielleicht, was erlebt wurde? Es war natürlich auch immer richtig lange Wartezeit. Ne? Ja. Ich habe in eurem Instagram-Profil, ich befolge natürlich das dann jetzt auch mal so ein bisschen, ich muss mich ja irgendwie reinarbeiten, schön. Gesehen, dass es ging um Pombeeren, glaube ich. Ja, Lea kennt keine Pombeeren. Warum? Weiß ich nicht. Also, das ist jetzt keine Werbung. Ne? Ich glaube, sie wird sauer auf mich sein, wenn ich jetzt da viel drüber rede, aber wir haben in mannschaftsintern eine kleine Rubrik, Lernen mit Lea. Und ja, da kam jetzt halt... Es waren schon viele witzige Sachen dabei, aber dass sie keine Pombeeren kannte, das war für uns doch schon schockierend. Also sie kennt sie einfach nicht, sie weiß nicht, dass es die gibt oder sie denkt, die heißen anders.
erst hat sie gesagt, sie kennt sie nicht, also weil wir Fern hatte nämlich Pombeeren und dann haben wir gesagt, boah, ey, Pombeeren, der, das sind Pombeeren. Bei ihr heißen sie anders, ich weiß gar nicht mehr, Bärenchips. 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 Ja, das war schön und dann die Siegerehrung als, also erst gingen alle Pokale nach Fair, beste Spielerin, beste Torhüterin, auch verdient, alles gut. Und dann wurde der dritte Platz aufgerufen und die glorreiche SBVG Versmold, die leider nicht dabei war. Naja, kurz vertan, es waren halt wir, aber passiert, ne? Ja, sonst, also ich habe das in der Halle viel erlebt, vom Turnier eigentlich ganz gut organisiert. Ja. Fand ich da, ja, doch. War in Ordnung. So, Iceman, hast du es rausgefunden? Ja, doch. Ich hatte es auch noch im Kopf irgendwie, dass das Marc mir das erzählt hatte. Und zwar, die Mönche Bede hatte, da hat die Spiegel oder JSG Hesseteich-Loxton den Cup geholt und in der männlichen A die TG Hörste. Das heißt, alle drei männlichen Pokale sind in den Altkreis gegangen. Ja, ist doch gut. Für den Altkreis ist es gut, ja. Gut, dann machen wir jetzt mal den Kreispokal, schieben wir mal zur Seite. Machen wir einen Haken dran, sind wir durch für diese Saison. Also genau, die sich mit Handball öfter beschäftigen, gucken vielleicht in den Spielplan und sehen, warum sind denn jetzt im Januar die Wochenenden so frei und warum gibt es so oft kein Spiel? Ja, es hat einen ganz besonderen Grund. Wir haben nämlich dieses Jahr mal wieder eine Handball-Weltmeisterschaft. Ja, und nicht nur eine Handball-Weltmeisterschaft, sondern eine Handball-Weltmeisterschaft, die auch in Deutschland stattfindet, in Kooperation mit Dänemark. Das heißt, wir haben in Deutschland, glaube ich, 3 Spielstätten und in Dänemark 2 Spielstätten. Und die deutschen Spiele sind auf jeden Fall die Vorrundenspiele alle in Deutschland, in München, in Berlin und in Hamburg. Und die Hauptrundenspiele, wenn Deutschland weiterkommt, wo wir alle von ausgehen, also mindestens den dritten Platz in der Gruppe machen, werden dann in Köln sein. Und die Spiele von Dänemark sind natürlich in Dänemark. Und deswegen hat der Handballverband gesagt, hey, das ist uns so wichtig, diese Handball-WM im eigenen Land, dass wir die Amateurvereine dazu bitten oder anregen, dass sie nicht an diesen Daten spielen, wo die Deutschen spielen. Deswegen sind so wenig Spiele. Ja, kann es jetzt ja nur empfehlen, guckt es euch dann auch an, guckt euch die Spiele an. Nutzt es aus, guckt es euch im Fernsehen an, sind alle, also die deutschen Spiele alle auf ARD oder ZDF zu gucken oder frei empfangbar, live werden sie gezeigt. Ja, das Eröffnungsspiel ist am 10.01. Donnerstag, 10.01. Deutschland gegen Südkorea diese Woche. 18.15 Uhr. Wer Lust hat, kann das mit dem Harzfrei-Duo zusammen in dem Vorraum der Halle am Schulzentrum in Steinhagen gucken. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns zusammen zu gucken. Ja, vielleicht kommt Mira auch. Genau, vielleicht kommt Mira auch. Mira kommt auch. Mira kommt auch, weil sie hätte nämlich normalerweise gleichzeitig mit ihrer C-Jugend Training. Aber ist egal. Die kannst du ja mitbringen. Die B-Jugend kommt auch. Genau, die B-Jugend kommt auch. Die weiß es spätestens jetzt. Und ja, dann werden wir das schön zusammen gucken. Und unsere Jungs da unterstützen. Und genau das führt uns zum nächsten Thema, denn wir werden im Januar noch eine kleine Extra-Ausgabe von Harzfrei rausbringen. Wir haben zwar gesagt, wir machen es jetzt einmal im Monat. Das ist auch einmal im, wird auch so bleiben, einmal im Monat für die SBVG. Aber Jan und ich werden nach Köln fahren und werden live aus der Lanxess Arena berichten. Ja, genau. Wir hoffen natürlich stark, dass Deutschland es auf jeden Fall in die Hauptrunde schafft, weil das würde für uns bedeuten, dass wir sehen da 3 Spiele, dass eins dieser 3 Spiele auf jeden Fall ein Deutschlandspiel ist. Und dann werden wir natürlich mal versuchen, was irgendwie vom Spielfeldrand, vielleicht kriegen wir auch einen ans Mikrofon, aber da versuchen wir natürlich alles für euch. Ja, die Akkreditierung läuft oder versucht. Nein, wir werden so ein bisschen sehen, die Stimmung mal aufzunehmen. Vielleicht kriegen wir noch ein paar O-Töne von anderen Fans, O-Töne von uns natürlich. Wir werden versuchen, so ein bisschen Stimmung mit aus der Halle mitzunehmen und dann so ein bisschen WM-Fieber mit Harzfrei aufkommen zu lassen. Ja, genau. Und ja, eigentlich eben noch zum 10.01. Und aber generell zu Handball. Wenn ihr auch Bock habt, irgendwie den Handballsport irgendwie nach vorne zu bringen oder so, gab es eine E-Mail. Und zwar gibt es wieder so einen Trikottag. Ich weiß nicht, ob ihr da beim letzten Mal auch davon gehört habt. Zieht doch einfach mal am 10.01. ein Trikot an, an die, die eine Jugendmannschaft trainieren. Gebt vorher die Trikots raus. Jeder kann ein Trikot mit in die Schule anziehen. Zeigt einfach mal irgendwie Flagge für den Handball, zeigt, dass irgendwie Handball losgeht und wenn die Leute dann angesprochen werden, hey, warum tragt ihr denn alle ein Trikot, werden sie nochmal daran erinnert, dass der Handball jetzt irgendwie auch eine Weltmeisterschaft hat und kommen vielleicht auch mehr zu uns in die Sporthallen und
Genau, und sagt gerade in der Schule oder in der Uni oder auf Arbeit, sagt, hey, heute ist Handballtag, wenn ihr gefragt werdet, warum ihr in so komischen Leibchen rumlauft, die natürlich auch meistens sehr cool aussehen, also das neue Trikot von der Nationalmannschaft finde ich auch, sieht gut aus, und sagt, hey, heute ist Tag des Trikots und heute Abend spielt Deutschland das Eröffnungsspiel, guckt euch das doch an. Es ist ein cooler Sport. Ja, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr fein, wenn wir euch da in der Sporthalle sehen. Oder sonst mal mit euch über die Weltmeisterschaft quatschen können, wenn wir euch in der Halle treffen. Wie immer würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns Kommentare da lasst, wenn ihr uns einfach ansprecht, ist immer das Beste, sagt, wie findet ihr das, was sollen wir vielleicht noch machen. Gerne auch Mira ansprechen. Immer gerne. Genau, wir können auch gerne Kritik an Mira was sie vielleicht noch besser machen kann, damit ja. Ihr absolutes Fernsehgesicht natürlich auch ins Radio jetzt kommt oder weiter. Vielen Dank, Mira, dass du hier warst, dass du uns bei dem Kreispokal-Podcast begleitet hast, deine Meinung und deine Erfahrungen dazu gegeben hast. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, doch, klar. Und nicht, dass das einfach irgendwie so aufgezwungen war. Und eine letzte Sache noch für die Zuschauer, die jetzt wirklich bis zum Schluss dabei geblieben sind und gesagt, oh, das höre ich mir bis zum Schluss an. Es gibt noch eine Geschichte, die möchte ich jetzt von dir nochmal für den Podcast hören. Du, nein! Du hast mal in der Sporthalle an der linken Seite so ein Plakat aufgehängt. Ja, ja. Die Geschichte der Taube. Das ist in der Vorbereitung entstanden. Meine liebe halblinke Pia hat gesagt, Mira, also ich sehe das irgendwie nie, wenn du frei bist. Aber ich würde dich auch mal gerne anspielen. Kannst du nicht irgendwie ein Geräusch von dir geben, wenn du frei stehst? Am besten irgendwie ein Tiergeräusch. Und ja, so ist das Gurr entstanden und es hat sich immer weiterentwickelt. Jetzt sind Mika und ich das Duo Taubenschlag und wenn wir aufs Feld laufen, werden von der Tribüne wilde Taubengeräusche gemacht und ja, ich habe mein eigenes Plakat Taubenfüttern verboten. Ja. Was für ein Tier würde dir als erstes einfallen, um ein Geräusch nahe zu machen? Ich kann natürlich nur das Taubengeräusch. Ja, hervorragend. Und es geht schnell, es ist einfach. Ja. Nee, cool. Super cool, absolut. Vielleicht setzt sich das ja auch durch. Also wenn man den Ball haben möchte, anstatt jetzt irgendwie rufen soll man ja sowieso nicht, dann macht man vielleicht einfach mal ein Geräusch. Ich würde das gerne so einführen, weil ich stehe ja oft frei. Das muss man ja einfach mal sagen. Ne? Das ist ein Außenspieler und ein Halbspieler, genau, das ist einfach so. Ja. Und wenigstens in der ersten Halbzeit in Steinhagen, wenn ich direkt neben der Tribüne spiele, ich interagiere sowieso sehr gern mit der Tribüne während des Spiels, würde ich das gern mal hören. So ein schönes Gurr von der Tribüne, ja. Das ja, wir versuchen ja, das hinzukriegen. Genau, ihr habt es jetzt gehört, ne? Wenn ihr auf dem Platz seht, ne? Ich erwarte vieles. Sie antwortet auch. Ja, ich antworte auch. Oder ein paar Brotkrumen hinwerfen oder so. Da muss gewischt werden. Ja, schöne Geschichte, Mira. Vielen Dank. Okay, und das war's auch schon für Harzfrei im Januar, zumindest für den SBVG Harzfrei. Wir kommen ja noch zu der Spezialausgabe. Feedback gerne an uns persönlich oder unter das Video. Wir freuen uns über jeden, der uns da positive und auch negative Kritik zu sagt. Wir versuchen es immer besser zu machen. Ja, diesmal fällt der Ergebnispart aus, weil wir haben über alle Ergebnisse gesprochen dieses Wochenendes mit Steinhagener Beteiligung. Und jetzt kann ich nur noch sagen, wir werden jetzt noch ein bisschen eine andere Sportart im Fernsehen gucken oder was wir sonst noch machen. Dann werden wir ins Bett gehen und dann sind wir glücklich.